Die Martini-Kirche ist der älteste noch erhaltene Sakralbau in Siegen. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass ein Vorgängerbau der Kirche bereits in fränkischer Zeit errichtet wurde. Ja, die Martini-Kirche ist über 4,5 Jahrhunderte Totenkirche der Stadt gewesen. Man muss sich vorstellen, dass um die Kirche herum ca. 60.000 Menschen beerdigt worden sind. Es war der einzige Friedhof in der Stadt Siegen. Später sind die Friedhöfe dann nach außen verlagert worden, aber sie hat da eine lange Geschichte und Tradition. Hier in der Kirche ist der niedere Adel etwa bestattet worden, die letzte ledige Prinzessin, die nebenan im Schloss lebte, Gräfin Polyxene zu Bentheim-Steinfurt zum Beispiel, ist hier bestattet worden. Und so ist eigentlich der Ursprung der Stadt hier bei dieser Kirche zu suchen. Drumherum haben sich die Häuser dann gruppiert und langsam ist die Stadt nach oben gewachsen, bis dann später die Nikolaikirche gebaut worden ist. Wir sind Kirche in der Stadt und beteiligen uns, so gut wir können, eben am kulturellen Leben dieser Stadt auch. Hier ist der Bachchor und Bachorchester beheimatet und wir versuchen eben für die Menschen eine einladende, freundliche Kirche zu sein und wir haben ein sehr lebendiges Gemeindeleben. Unter der Kirche wurde ein Fußbodenmosaik gefunden, das auf das 10. Jahrhundert zurückgeht.